Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Europäische Union ist kein Sammelsurium von Nationalstaaten. Wäre sie das, also das Bild, was diese Partei von Europa gerne zeichnen möchte, hätten wir in dieser schwierigen geopolitischen Zeit keine Chance gegen den russischen Aggressor gehabt, meine Damen und Herren. Keine Chance hätten wir gehabt. Es hätte kein Sanktionsregime gegeben. Und die europäische Solidarität, von der der Bundeskanzler gerade über diesen Winter sprach, hätte nicht stattgefunden. Die Tatsache, dass die Welt auch angesichts eines furchtbaren Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine in Europa, dass die Welt trotzdem zusammenhält, die Tatsache, dass das gelingt, ist auch der Zusammenhalt in der Europäischen Union, meine Damen und Herren. All die Europafeinde, denen muss das gesagt werden. Gleichzeitig braucht natürlich Europa auch Reformfähigkeit. Und Sie haben Timothy Garton Ash, den ich schon öfter in Berlin treffen konnte, vorhin zitiert. Gerade die Frage der Reformfähigkeit für die Europäische Union bleibt wichtig. Und in diesem Zusammenhang hat der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU ja vom German Vote gesprochen und davon, dass das ein neuer Begriff sei, der jetzt in Brüssel umgehen würde. Ich finde das spannend, Herr Merz, und fragte mich kurz, in welchem Jahrzehnt Sie unterwegs sind. In welchem Jahrzehnt Sie unterwegs sind. Ich habe zwischendurch mal geschaut. Die Bundeszentrale für politische Bildung könnte Sie aufklären, Herr Merz, und zwar aus einem Artikel vom 5.12.2006, also dem Beginn der Ära Merkel. Dort wird gesagt, Deutschland sei nicht ausreichend durchsetzungsfähig in Europa wegen des German Votes, meine Damen und Herren. Die Tatsache, dass wir jetzt Debatten in Europa führen, auch über deutsche Positionen, ist dieser Bundesregierung zu verdanken. Sie sind das personifizierte German Vote, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU. So sieht's aus. So sieht's aus. Unfassbar. Und ich fand das spannend, weil Sie das im Zusammenhang mit Technologieoffenheit gesagt haben, Herr Merz. Ich fand das deshalb spannend. Ja, wir ringen gerade um einen Kurs. Wir haben gerade bei der Frage der Antriebe der Zukunft etwas im Koalitionsvertrag fixiert und ringen jetzt mit der Europäischen Kommission darüber, zuletzt in Meseberg, als die Kommissionspräsidentin, die nebenbei gesagt der CDU angehört, das vergessen manche in diesen Tagen ja auch bei der Union, ringen um den richtigen Kurs, was ich für absolut richtig halte. Technologieoffenheit, Antriebe der Zukunft, Diversität. Was mit Verlaub hat denn Markus Söder in den letzten Jahren gesagt? Das war doch der Vorkämpfer gegen den Verbrennungsmotor, meine Damen und Herren. Der sitzt doch dort immer wieder, immer wieder, immer wieder. Der bayerische Ministerpräsident, allen voran interessant übrigens, gerade weil BMW eine komplett andere Strategie fährt, meine Damen und Herren. Technologieoffenheit ist das, was sich diese Bundesregierung auf die Fahnen geschrieben hat, um Klimaschutzziele zu erreichen. Und ich will einen zweiten Punkt ansprechen, der auch eine europäische Dimension hat, und Herr Merz, Sie haben das Thema hier zu Recht benannt, nämlich die Frage einer zukünftigen europäischen Migrationspolitik. Der Innovationsraum Europa ist die Grundlage für unsere Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand, aber gleichzeitig ist Europa ein Raum, der gleichermaßen wie Deutschland demografische Herausforderungen hat. Und die Migrationspolitik, Entschuldigung, Frau Präsidentin, die Migrationspolitik der letzten Jahre war in Europa davon geprägt, auch dass man sich nicht einig war. Deswegen setze ich viel Hoffnung auch in diesen Rat. Gleichzeitig war die Migrationspolitik in Deutschland davon geprägt, dass man sich hier auch nicht einig war, meine Damen und Herren. Der Bundeskanzler hat es gerade zu Recht gesagt. Dieses Land, die Europäische Union, auch Deutschland, ist darauf angewiesen, dass wir Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt endlich haben. Es war Ihre Partei, die das jahrelang verhindert hat. Es war doch die Union, die eine moderne Migrationspolitik für Europa und Deutschland verhindert hat. Sie sitzen dort und beklagen jetzt die Fehler Ihrer eigenen Politik. Wie unanständig ist das? Wie unanständig ist das? Und ich will zum Schluss zwei Punkte noch ansprechen. Erstens, das, was Sie zur Bundeswehr gesagt haben. Herr Merz, sprechen Sie bitte mit Ihren Haushälterinnen und Haushältern. Ja, die ersten Milliarden fließen zum Glück langsam ab. Ich würde mir das manchmal auch schneller wünschen. Aber richtig ist, dass das erste Geld jetzt bei der Bundeswehr ankommt. Und wir werden auf diesem Weg weitermachen. Es ist Quatsch, dass wir die Truppe nicht unterstützen wollen. Hier sitzt die Regierungsmehrheit, die die Bundeswehr endlich wieder fit macht für das 21. Jahrhundert. Das waren wir. Das machen wir, nicht Sie, Herr Merz. Und zum Schluss, und das fand ich mit Verlaub am Rande der Schäbigkeit.
sich hier hinzustellen und darüber zu philosophieren und zu beklagen, dass die Unionskultusministerinnen und Kultusminister nicht beim Bildungsgipfel erschienen sind, meine Damen und Herren. Das finde ich schäbig. Das ist Politik auf dem Rücken der Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Diese Bundesregierung wird sich dem annehmen. Sie haben das jahrelang verhindert. Nichts ist passiert beim Digitalpakt. Das machen wir jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. An der Stelle wünsche ich mir eins. Ja, alle tragen Verantwortung, auch in der Vergangenheit Fehler gemacht zu haben. Aber die Verantwortung für die Zukunft, die sollten wir gemeinsam tragen. Aus dieser Verantwortung darf sich die Union nicht stehlen. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Amira Mohamed Ali.